So, wenn du mich fragst, sollte dieses Gerät hier in keinem Haushalt fehlen. Das Ding nennt sich Zivilschutzlampe, ist eins unserer meistverkauftesten Produkte im ganzen Jahr und es ist eigentlich vier Produkte in einem. Und was das Ding kann und warum du das unbedingt haben solltest, ich zeig dir das einfach mal in dem Video. Also, vier Funktionen ein: Lampe, Radio, Powerbank und Kurbelgenerator. Zur Kurbel kommen wir zum Schluss. Wenn du das Teil bekommst, du kannst das erstmal ganz normal über USB aufladen. Kabel ist dabei und hier vorne ist so eine Buchse, beziehungsweise sind zwei Buchsen drin, eine normale USB, eine Mini-USB. Und da lädst du das Gerätchen auf. So, hier sind Akkus drin, zeig ich dir mal. Ganz normale, handelsübliche Akkus, die auch auswechselbar sind, wo der Strom gespeichert wird. Und die Lampenfunktion ist so denkbar einfach. Du hast hier diesen Griff, den kannst du auch dir einstellen, wie du es gerne haben möchtest. Und hast hier oben so einen Knopf. So, drückst du einmal drauf, Lampenfunktion. Und zwar ist es das Fernlicht oder diese so eine Art kleine Suchscheinwerfer, Suchlampe. Ne? Bei zweimal drauf drücken hast du hier die vier LEDs, die angehen, die den Nahbereich ausleuchten. Also quasi wie beim Auto, ne? Fernlicht, Abblendlicht. So, beim dritten Mal drauf drücken geht ja diese Laternenfunktion an. Und was das Coole ist, du hast hier oben noch so ein Hängelchen dran und kannst das tatsächlich schön aufhängen. Du brauchst ja bloß einen Karabinerhaken oder einen Kabelbinder oder sowas. Und ich muss ja dazu sagen, das ist ja nicht nur für Notfall, für Stromausfall, ne? Ich meine, hallo, wir gehen mal campen, wir machen mal eine Party im Garten oder wir sind auf dem Festival oder wer weiß was, im Keller oder so. Ist doch super. Da kannst du das Ding doch gebrauchen. Ich meine, jetzt zum Wandern würde ich es jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Das ist zwar einigermaßen robust, es ist auch nicht schwer und es ist auch spritzwassergeschützt, aber ja, mir wäre das zum Wandern, wäre mir das zu klobig, aber für zu Hause unverzichtbar. Und die nächste Funktion, Radioempfänger. Du siehst hier vorne, kannst du wählen zwischen FM und AM, also einfach an diesen Rädchen hier einschalten. Hier kannst du den Sender einstellen. Sogar ganz schön laut, das Ding. Also es ist nicht schlecht. Ne? Und wenn du den kleinen Schalter hier, diesen orangen Schiebeknopf, wenn du den ganz nach oben machst. Hast du nochmal eine Sonderfunktion, so eine Alarmfunktion. Ob man die braucht, ich weiß nicht. Wenn du vielleicht verschüttet bist oder so, hältst das Teilchen nach oben. Ich weiß es nicht. Aber ist ein nettes Gimmick, kann man ja mitnehmen. Und naja, jetzt kommt halt der Clou. Kurbel. So, mit dem Ding machst du dich quasi völlig unabhängig vom Stromnetz. Ne? Egal, Stromausfall hin oder her oder ob du irgendwo beim Campen bist, beim Zelten oder sonst was, wo kein Strom verfügbar ist. Mit diesem Teil kannst du halt das Gerät immer wieder aufladen. Ne? Die kinetische Energie wird umgewandelt in Strom. Der Strom wird hier in den Akkus gespeichert und steht zur Verfügung. Jetzt kommt halt der Clou. So, hier kannst du das als Powerbank auch nutzen. Sprich, du kannst auch dein Handy mal mit aufladen, wenn mal Not am Mann sein sollte. So, und preislich ist es jetzt auch nicht die Wucht. Es kostet aktuell 45 €. Will nicht lange rumreden um den heißen Brei. Hättest du es letztes Jahr gekauft, hätte es 39 gekostet. Ja, Preise sind leider ein bisschen angestiegen. Ich weiß nicht, was es nächstes Jahr kostet. Im Januar. Ich kann es dir nicht sagen. Es wird vermutlich nicht billiger. Und von meiner Seite aus ist es auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Zivilschutzlampe, auch als Geschenk zum Beispiel für Weihnachten. Was schenkt mir jemand, der vielleicht schon alles hat? Also ich denke, damit machst du gar nichts verkehrt. Sollte in keinem Haushalt fehlen. Definitiv. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch mal gerne so einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Es kommt auf diesen Kanal jetzt wieder öfters mal Content. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wünsche dir einen schönen Tag. Bis demnächst. Mach's gut und tschüss.